Hallo und herzlich willkommen zu 2-4 verlorene Seelen Part 2. Erstmal muss ich jetzt gleich einmal was gestehen. Ich habe Angst. Ja, auch das. Aber mir ist etwas passiert. Ich hab 2-4 verlorene Seelen schon komplett aufgenommen. Vor einem halben Jahr oder so. Irgendwie ist dann der Part 2 verschollen gegangen. Ich habe ihn wahrscheinlich gelöscht, dass mir meine Festplatten voll geworden ist. Du kannst dich nicht aufhören zu bewegen. Ich habe jetzt gerade den Part 3 angeschaut, um zu gucken, wie weit ich spielen muss. Das ist nämlich alles schon auf YouTube. Ich habe jetzt nur die ganze Zeit keine Zeit gehabt, Part 2 aufzunehmen. Das erkläre ich jetzt gleich am Anfang, damit ihr wisst, wenn ihr jetzt irgendwas ändern sollte, auch am Ton. Ich habe jetzt alles aktualisieren müssen. Das kann sein, dass etwas nicht ganz so stimmt, dass etwas anders ist. Vielleicht sogar besser. Ich hoffe es ja mal. Ja. Und ehrlich gesagt, ich habe die Hosen so voll. Ich war so froh, als ich das Spiel fertig gehabt habe. Ich bin gerade im Teil 3 mindestens viel mehr erschrocken. Aber mach heute. Ich halte es für keine gute Idee, das Licht auszuschalten, ein Ort wie diesen. Okay, mal. Okay. Eine Hand fehlt. Nein, wie komme ich dort wieder raus? Ich habe es gelesen, eine nette Geschichte, aber viel zu kurz. Aha. Handschuhe sind nicht schlecht. Das kann nichts bedeuten, aber alle Messer fehlen. Oh, wo dieser war ich. Das habe ich vorher im dritten Teil gesehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo hier irgendwas versteckt ist. Es kann sein, dass es 20 Minuten Part wird. Es kann aber sein, dass es länger wird oder kürzer, je nachdem. Hab ich noch gar keine Karte nicht. Total verrostet. Mit Klebeband umwickelt. Schwarzlichtbühne. Ich geh Spinnweben. Das ist mein Name. Aber wer ist Dahlia? Ich muss erst mal kurz gucken. Aha, Heta ist die Schwester, dann sind wir Holly. Also, wir sind in unserer eigenen Wohnung aufgewacht und hatten vorher einen Traum von einer Irrenanstalt oder sowas. Und da ist was Schreckliches drin passiert. Ich habe ein Bild von mir und meiner Schwester, wenn sie nicht immer an mich gedacht hat. Wenn sie immer an mich gedacht hat. Warum hat sie sich nie die Mühe gemacht, mich zu kontaktieren? Jawohl, wir können die Treppe reparieren. Das weiß ich noch. Wir sind auf jeden Fall ganz rabiat. Verrostet und kaputt. Ich kann die Tür nicht einfach eintreten. Zahnschluss. Okay.
Okay. Ich habe etwas gefunden. Es scheint ein Tagebuch meiner Schwester zu sein. Hat sie das gleiche seltsame Mädchen gesehen wie ich? Ich weiß, dass ich jemanden gesehen habe. Okay. Ach, da ist die Karte. Okay, dann schauen wir mal, welche Räume wir in diesem Sponder finden. Diesen Sponder finden. Diesen Sponder finden. Dies. Dies. Okay, dann geht der Moment. Ich habe mir jetzt extra aufgeschrieben, was ihr alles finden müsst, damit ich euch ungefähr ein. Es ist nichts. Unbedingt von Vorteil, dass ihr draußen gerade irgendwelche bellenden Hunde habt. Muss ich da jetzt hinschauen? Okay, wir schauen mal hin. Das kann man nicht mehr reparieren. Warum sollte jemand noch sowas tun? Oh na. So. Irgendwie hat sie sich jetzt mitten in der Videosequenz aufgehängt. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wie lange sie es jetzt schon aufgenommen hat. Okay, dann gehen wir mal in den ersten Stock hoch. Jetzt haben wir einen Hammer. Kann sie es nicht schneller machen? Ich will ja eigentlich auch wieder raus. Was blockiert die Tür von innen? Ich erinnere mich an dieses Bild. Großvater hat es aufgenommen. Ein Moment, es war auch niemand anders im Haus. Also wer ist das im zweiten Stock am Fenster? Mutter hat den zweiten Stock immer versperrt. Es war uns nicht erlaubt, dort hinzugehen. Meine Schwester liebt Bücher über paranormale Ereignisse, alte Rituale und Dämonen. Nicht nur, dass sie etliche Bücher über das Thema gelesen hat, sie hat das Haus auch mit allen Arten von Schutzamuletten gefüllt. Danach zu urteilen, wie verschieden sie sind, wüsste meine Schwester wohl nicht genau, vor was sie sich jetzt schützen wollte. Will ich da jetzt reingehen? Aha. Dasselbe ist das Schloss. Wo ist der Schlüssel? Alle Fenster sind zugenagelt. Das macht keinen Sinn. Ach, stimmt, die Figuren. Die junge Holly. Kann ich nicht mehr sagen, wie viele Sammelfiguren wir damals hatten. Das Haus sieht verlassen aus, aber warum sind die Lichter noch an? Niemand ist? Eine Taschenlampe. Ah, du kannst es tauschen. Du bist die Schlange, die da hochgeht.
Ja. Ja. Okay, das habe ich hier von diesen Sachen nichts im Inventar gehabt. Das ist super, ich bin schon total begeistert. Glitzert etwas in den Bäumen. Okay. Okay, das verstehe ich nicht. Ich sollte es mir aber aufschreiben. Nein, und da schaue ich nicht durch. Aus. Das habe ich bestimmt schon gemacht im letzten Teil. Will nicht. Wenn nicht, kann jemand, kann das jeder selber. Also. Okay. Ich dachte, wir müssen es hier umdrehen. Ein Wimmel. Das kann ich. Vielleicht. Balalaika. Alle. Alle was sowas. Ich dachte, ich kann mir immer alle Wimmelbildspiele merken, aber. Okay. Schmetterling gefangen, okay. Mannkäfer. Nummer 9. Die Fünferkugel. Das Pentagramm. Pinsel? Für das Pentagramm nicht. Bin ich total bescheuert? Ach, da ist. Ich bin total bescheuert. Und der Tod, das ist diese Tarotkarte. Eine Tanne ist da. Sockelschlüssel. Was ist denn ein Sockelschlüssel? Schüssel. Einigen wir uns darum. Die kleine Kugel hier ist doof. Klebestift. Schildkröte, Elefant. Wissensglockerl. Nö, freie Wahnsinnsfähigkeiten. Und das Seil. Ja, es ist immer nur nichts von dem. Da ist die Karte. Ich kann hier was machen. Ah, da kann ich jetzt.
Jawohl, den Schwamm hatte ich schon. Von einem Dollar kann man heutzutage nicht mal einen Kaffee kaufen. Oh, sieht, das wäre schon vor Jahren verlassen worden. Okay, schauen wir mal. Können wir noch was machen? Mal noch was? Ah, okay. Jetzt können wir Spinnenweben entfernen, oder? Ja, endlich kann man die Sachen zusammen, die ich habe, die ich brauche. Das habe ich noch gewusst. Okay. Tipp. Super, ich habe immer noch nichts von dem. Da wüsste ich jetzt sogar, was ich machen muss. Aber es ist nicht das, was ich. Ich hoffe einfach mal, dass ich mich jetzt behalte, weil. Okay. Miep. Bitte nicht wieder aufhängen. Kann sein, dass es gleich wieder aufhängt. Hier zu sitzen und den Bäumen zuzuhören, habe ich fast vergessen, dass ich hier bin. Ich frage mich, wie jeder andere lebt und sein Leben genießt. Ich frage mich, wie Holly lebt. Es tut mir so leid, Heather. Es ist mir leid, Peter. Sie war so einsam hier. Okay, da können wir noch was tun. Und bei mir war da kein Außenmusik. Dann bauen wir mal ein bisschen Puzzle.
Da gehörst du her. Was hatte ich jetzt davon? Also, da war bei mir Ausrufezeichen drin, da war Ausrufezeichen drin. Da war Ausrufezeichen drin, da war der Ausrufezeichen drin. Über hier und die Gartenschere, gehen wir hier nur benutzen. Ich bin ja gar nicht mehr für mich. Also was brauche ich jetzt noch? Schraubenschlüssel habe ich. Feuerzeugbenzin habe ich. Kann ich das immer umlaufen? Nein. Ein Doppler habe ich. Ich habe einen Uhrenschlüssel. Den Griff habe ich. Und einen Schwamm. Dafür habe ich einen Bleistift zu viel und eine Taschenlampe. Super. Und dann muss ich jetzt mal warten, bis da müsste ich jetzt wahrscheinlich einen Doppler benutzen. Willst du den verdammten Uhrenschlüssel her damals? Das ist typisch für mich. Immer in der Aufnahme. Aber jetzt lad die mal schneller auf. Okay, jetzt schauen wir mal gemeinsam. Ja.
Ja gut, Hammer. Nimm das Brett, geh, nimm. Jawohl. Jetzt haben wir auch. Hammer. Genau. Das habe ich erst in der nächsten Episode gemacht. Das habe ich auch erst in der nächsten Episode gemacht. Essen. Das habe ich schon gemacht gehabt. Lege die Taschenlampe auf den Boden. Okay, dann schauen wir nach oben und schauen, was wir mit dem Bleistift machen können. Sonst habe ich den Bleistift doch noch gehabt, weil es ist. Weil ich den Safe-Schlüssel noch nicht habe. Also, ihr wisst jetzt, wenn ihr jetzt den doch schon gehabt haben solltet, ihr müsst finden den Safe-Schlüssel in. Gut, den können wir nicht gehabt haben, weil den die hat. Und jetzt sind wir, können wir jetzt in der nächsten Episode rein. Dann muss ich den Bleistift. Entweder in der ersten Episode noch nicht gleich aufgenommen haben. Oder aber jetzt holen wir uns noch schnell den Unschlüssel, damit wir ungefähr auf dem gleichen Stand sind wie. Also, ihr wisst jetzt, dass ich den Bleistift wahrscheinlich jetzt erst in einer der nächsten Episoden finden werde. Jetzt haben wir den Schraubenschlüssel, den nassen Schwamm, den Uhrenschlüssel, die Brunnenkurbel, das Ferienglas und den Bleistift, den ich wahrscheinlich erst noch finden werde. Also dann, ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß mit dieser kleinen Reise in die Vergangenheit für mich. Ich hoffe, dass die nächsten Teile nicht so grausig werden. Und jetzt geh, es ist bei mir eigentlich schon. Standard, dass irgendwann einmal Skype rebeln wird. Es kommt dann wahrscheinlich nur ein größeres Erklärvideo, warum jetzt so lange nichts gekommen ist. Ich habe ja schon 5 Minuten gedreht. Und verworfen. Also dann ist es jetzt wurscht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im Part 3. Also nicht wir, weil ich habe den Part 3 ja schon lange gespielt. Also dann tschüss.